Und diese Folge Die Taras beginnt an einem wunderschönen See in der Nähe von Sevilla. Also wir sind nicht mehr in Tarifa. Wir stehen jetzt seit 3 Tagen hier an diesem See. Heute ist der 3. Tag. Wir wollten heute eigentlich wieder weiterfahren, aber es ist hier einfach so schön ruhig und es gefällt uns hier so gut, dass wir spontan entschieden haben, noch eine Nacht länger zu bleiben. Ja, in Tarifa waren wir eigentlich nur so lange, weil wir da halt uns mit anderen Familien getroffen haben. Das war ja auch dann für den Carlo ganz cool. Da hatte er die Kinder, die er schon bereits kannte, mit denen konnte er spielen. Wir konnten uns mit den Erwachsenen austauschen. Das war ja für uns auch schön, ne? Und wir haben uns auch wirklich gefreut wieder auf die anderen. Aber so der Platz an sich, also der Strand war schön, aber der Platz war halt auch schon sehr voll und man hat die Straße im Hintergrund gehört und deswegen freuen wir uns jetzt eigentlich, dass wir jetzt wieder mal ein bisschen freier sind und wir freuen uns echt auf diese Stille und auf diese Ruhe. Wir kommen gar nicht wirklich klar, ne? Weil das haben wir schon lange nicht mehr gehabt, dass wir auch so frei stehen und also wo links und rechts keiner ist. Also Tarifa war ja schon sehr überfüllt, dieser Parkplatz auch, wo wir standen. War wirklich sehr voll, aber sehr viele Familien, die dort waren. Also wirklich unglaublich, oder? Wie viele Familien als Reisefamilien leben und auch mit älteren Kindern, die alle gar nicht in die Schule gehen. Ich hätte das gar nicht erwartet, dass man da einfach ungeplant so viele Leute trifft, die wirklich frei lernen und die auf so eine Dauerreise sind. Also Tarifa war wirklich so ein Hotspot. Ja, warum gerade Tarifa? Das weiß wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Also es hat sich da irgendwie so ergeben, dass alle dort sich versammelt haben. Und ich weiß nicht, also wir waren da echt mit 7, 8 Familien, die halt viel Kontakt miteinander hatten. Da waren noch viele andere da, die wir gar nicht gekannt haben. Mhm. Und die Kinder, wie gesagt, die sind hin und her gerannt von morgens bis abends am Strand, in den Dünen, auf dem Platz. Also das war echt richtig cool. Ja, und hier ist jetzt einfach so ein schöner See mitten in der Natur, also umgeben von Feldern eigentlich. Landwirtschaft gibt es hier nur. Mhm. Und hier sind auch keinerlei Verbotsschilder oder sonst irgendwas. Die Polizei fährt auch jeden Tag hier vorbei. Also wir haben ja die Campingstühle und den Tisch und so weiter. Alles draußen stehen ist überhaupt kein Problem. Wir sind ja in der Nebensaison, da wird das alles sehr, sehr locker gehandhabt. Und hier aber, wie gesagt, sind gar keine Verbotsschilder, weil wir standen auch an Orten, wo Verbotsschilder sogar standen. Und die Polizei ist vorbeigefahren und man konnte trotzdem dort stehen, einfach nur, weil Nebensaison ist. Ja. Aus ganz Europa, weil das hier so mit die wärmste Region in Europa im Winter ist, kommen eben aus ganz Europa Leute zum Überwintern hierher. Dabei sind aber nicht alle Campingplätze geöffnet, sodass die Leute ja irgendeinen Platz haben müssen, wo sie stehen und übernachten können. Und deswegen wird das eben mit dem Freistehen sehr, sehr locker gehandhabt in der Nebensaison, weil irgendwo müssen ja die Leute hin. Kann ja nicht einfach die jetzt wegschicken und dann ist das Problem beseitigt. Nee, das Problem ist weiterhin da. Die Leute sind ja trotzdem hier. Und wir denken, dass deswegen die Polizei oder die Politik insgesamt so ausgerichtet ist, dass man das ein bisschen toleranter betrachtet. Und ja, dementsprechend kein Problem. Man kann hier sehr, sehr viele Orte finden in Spanien in der Nebensaison, wo man direkt am Wasser steht, in der Natur, mit Ruhe, nicht direkt umzingelt von anderen, das geht schon. Allerdings an der Küste sieht es natürlich wieder anders aus. Wir wollten heute wieder an die Küste fahren, weil wir sind ja jetzt gerade auf unserem Weg nach Portugal und haben uns aber, wie gesagt, spontan entschieden, hier zu bleiben, weil es hier einfach... Weil es auf dem Weg lag, aber auch so ein bisschen, ja. Es lag aber auch auf dem Weg und ich wusste, ich kannte den von einer anderen Reisefamilie. Ja, und dann haben wir gesagt, fahren wir da mal hin und jetzt stehen wir hier schon länger. Aber morgen geht's weiter. Morgen müssen wir sowieso zur Versorgung und dann genau, also wir werden jetzt hier den Tag noch mal ein bisschen genießen, den letzten Tag an diesem See. Und morgen starten wir dann Richtung Portugal. Ja, wir machen noch einen Stopp an der spanischen Atlantikküste. Ja, wir werden nicht gleich bis nach Portugal kommen, aber wir wollen jetzt endlich nach Portugal. Also wir waren jetzt wirklich so lange in Spanien. Wie lange waren wir jetzt in Spanien? Seit September. Seit September, wir haben jetzt Ende Februar. Also viele, viele Monate in Spanien und auch überwiegend an der Mittelmeerküste. Wir haben immer noch nicht alles gesehen. Also ich meine, wir planen ja dann... Im Frühjahr planen wir ja dann über den Norden Spaniens wieder zurückzufahren. Also selbst der Norden fehlt uns noch. Ja. Ja. Aber wir waren auch an ganz vielen Orten immer sehr lang. Also wir sind nicht diejenigen, die dann alle 2 Tage weiterfahren. Ja, wobei das mögen wir ja. Ich mag das zwar ja schon immer mal woanders zu sein, aber jetzt fand ich es jetzt hier, hat mich auch selbst überrascht, dass es mir so gut gefällt, dass ich hier länger bleiben will. Ja. Aber wir haben auch für uns gemerkt in Tarifa,
Also Gemeinschaft, schön und gut. Vielleicht ist es später was für uns, aber aktuell merken wir einfach, dass wir das brauchen, diese Ortswechsel, dieses Unterwegssein. Es fühlt sich für uns einfach so gut an. Wir als Familie harmonieren total dabei, auch der Carlo und der Kali sowieso. Aber wenn wir so alleine für uns unterwegs sind und so unseren Rhythmus gehen, es ist einfach total harmonisch. Ja, wir haben dann irgendwie unseren eigenen Rhythmus halt eher. Ja. Wir machen unsere Routinen. Ja. Klar, auf der einen Seite ist es schön, wenn der Carlo ständig Kinder um sich herum hat, aber dann bist du trotzdem ja auch eingeschränkt. Wenn du jetzt als Familie was machen willst mit dem Carlo, aber er ist dann gerade im Spiel, dann kannst du auch nicht sagen, oh, nee, jetzt komm mit, wir wollen jetzt was machen. Ja. Aber das ist trotzdem, du bist ein bisschen eingeschränkt und jetzt sind wir wieder ein bisschen freier und dann wir waren es ja auch nicht gewohnt. Also wir haben ja alleine in unserem Einfamilienhaus gelebt. Ja. Da waren es jetzt nicht gewohnt, hier permanent Leute um einen herum zu haben. Dafür klappt es erstaunlich gut, muss ich sagen. Gut, das müssen nur die richtigen Leute sein, aber die kann man sich ja hier einfach aussuchen. Also man ist ja nicht verpflichtet, mit irgendjemandem zusammenzustehen. Und deswegen steht man nur mit denen zusammen, die man auch gern hat. Und dann ist es eigentlich auch eine positive Sache. Aber wir haben für uns gemerkt, wenn wir alleine sind oder auch mal die Zeiten haben, wo wir nur für uns sind, da geht es uns noch mal besser. Oder da fühlen wir uns einfach sehr wohl. Ja, und jetzt haben wir uns von den anderen Familien erstmal verabschiedet, weil die bleiben alle hier oder haben andere Pläne. Und für uns geht es jetzt weiter Richtung Portugal. Aber wie gesagt, heute sind wir erstmal an diesem See noch und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Heute gibt es von mir wieder einen kleinen Tipp, wie ihr euch auf Reisen fit halten könnt, wenn ihr viel unterwegs seid, wenn ihr oft die Orte wechselt, keine Geräte dabei habt, gibt es eben ganz viele Möglichkeiten, sich richtig schön fit zu halten. Und diesem Thema wollte ich mich ja hin und wieder mal widmen, das habe ich ja schon mal in einem Video angeschnitten. Heute stelle ich euch ein neues Gadget vor und zwar sind das diese schönen Turnerringe. Die kennt ihr vielleicht noch von früher aus dem Sportunterricht oder aus den Turnhallen früher. Und damit kann man wirklich total effektive Ganzkörperübungen machen. Die Dinger sind günstig, die kosten etwa 10 bis 15 Euro, kriegt ihr die. Und die kann man wirklich vielseitig verwenden und auch nahezu überall kann man die Dinger auch benutzen. Denn ihr braucht eigentlich nur einen Ast oder irgendeine Querstange, also irgendwas, wo ihr die aufhängen könnt. Da sind meistens nämlich noch diese Bänder dabei, ja, damit kann man das also wirklich nahezu überall befestigen. Ich muss allerdings zugeben, dass wir die jetzt hier in Spanien relativ selten benutzt haben, weil man muss doch immer mal gucken, dass man einen relativ geraden Ast findet. Die meisten Äste sind schief, aber wenn man sich Mühe gibt, findet man auf jeden Fall immer ein Plätzchen und kann dann eben total effektive Ganzkörperübungen machen. Welche das sind, die werde ich euch gleich zeigen. Da kommen wir gleich dazu, aber als weiterer Tipp, gerade für Anfänger relevant, wenn ihr gerade anfangt, so mit diesen Dingern zu trainieren, dann kann ich noch diese Gummibänder empfehlen. Ja, die gibt es auch eigentlich in jedem Sportgeschäft mittlerweile, auch für 10 bis 15 Euro. Das in Kombination damit befähigt euch also wirklich, euch richtig kaputt zu machen. Denn wir werden zum Beispiel Klimmzüge machen und so weiter. Und wenn ihr die naturgemäß nicht mehr schafft alleine, dann helfen diese Gummibänder nach. Die könnt ihr dann drum wickeln und das unterstützt also nochmal die Bewegung nach oben. Wenn ihr keine Kraft mehr habt, eben die ganze Bewegung auszuführen, könnt ihr sie damit immer noch ausführen und trainiert somit immer noch den ganzen Muskel. Echt richtig cool. Ich schwärme wirklich überall von diesen Ringen, weil ich habe bei mir festgestellt, seit ich damit trainiert habe, dass meine Körperspannung und meine Oberkörpermuskulatur sich wirklich nochmal stärker entwickelt hat. Ich habe damit viel effektiver trainiert, als ich es jemals vorher gemacht habe. Also wenn ihr auf Reisen seid und euch wirklich fit halten wolltet, zögert nicht, euch diese Dinger zu holen. Und vielleicht habt ihr die Dinger jetzt euch schon bestellt und habt die schon dort liegen oder seid gerade dabei, die zu bestellen und fragt euch jetzt, was soll ich damit machen? Da zeige ich euch meine Lieblingsübungen direkt hier hinten in diesem Wald. Aber erstmal müssen wir uns einen Ast suchen. Und ich glaube, ich habe da hinten schon einen gefunden. Also viel Spaß. Ja, jedes Training beginnt mit der Suche nach einem geeigneten Ast. Ja.
Genau, wenn beide Ringe festhängen, sollte man nochmal schauen, ob sie wirklich waagerecht sind. Das ist nämlich ganz wichtig, dass nicht eine Schulter höher hängt als die andere. Das testet man am besten, indem man sich einfach mal reinhängt. Und wenn die Ringe richtig schön hängen, dann kann es auch losgehen. Fangen wir an mit einer Einsteigerübung. Ich selbst bin auch schon aus dem Training, habe lange nicht mehr mit den Ringen trainiert. Das heißt bestimmt 2-3 Monate. Und da merkt man, wie man abgebaut hat. Also fange ich immer mit dieser Aufbauübung an. Einfach nur sich reinhängen. Je weiter die Arme vom Körper weggestreckt sind, umso anstrengender ist es. Und auch wenn man die Handgelenke nach außen dreht, wird die Übung noch anstrengender für den Oberkörper. Versucht euch 30 Sekunden lang so hängen zu lassen. Den Körper komplett angespannt, möglichst gerade oder aufstützend, aber auf keinen Fall durchhängend. Ja, und dann hängt einfach mal so darum, genießt die Aussicht. Und wenn ihr denkt, es geht nicht mehr, hört auf, das zu denken, es geht. Man muss einfach nur daran glauben, dass es geht. Ja, ich empfehle immer 5 Durchgänge zu machen, also 5 mal 30 Sekunden. Dazwischen die Pausen, die ihr eben braucht, aber nicht zu lange. Die Muskeln dürfen ruhig mal brennen, versucht darüber hinauszugehen, über den Schmerz. Und versucht wirklich mit eurem Geist euren Körper zu beherrschen. Und nochmal, je länger der Muskel angespannt ist, umso effektiver die Übung. Also haltet wirklich bewusst die Körperspannung aufrecht. Und die nächste Übung werden viele hassen, speziell nachdem 5 Runden von der ersten Übung schon absolviert wurden. Haut die schon ziemlich rein. Auch hier wieder der L-Sit, also ähnlich wie auf den Griffen beim ersten Video. Beine gestreckt und kontrolliert von oben nach unten bringen. Versuchen auch langsam runter zu gehen, möglichst langsam hoch. Aber ich war hier schon ziemlich am Kämpfen. Gerade Anfänger werden damit noch mehr zu kämpfen haben, also für Anfänger ist diese Übung hier besser geeignet. Da zieht man einfach die Knie an die Brust. Das macht die Übung etwas einfacher. Aber wie gesagt, Training an den Ringen ist so effektiv, weil es wirklich richtig reinhaut. Diese Übung ist genau wie jede andere Übung an den Turnerringen eine Ganzkörperübung. Das heißt, ihr trainiert damit wirklich den ganzen Körper. Von dem Zehennagel bis zu den Haarspitzen wird wirklich alles trainiert. Und letztendlich ist es auch deshalb so effektiv. So, habt ihr wieder 5 Runden geschafft, dann kommen wir zur nächsten Übung. Und es geht wirklich darum, sich langsam und kontrolliert von unten nach oben zu drücken, langsam wieder runter zu gehen, um dann wieder langsam wieder hochzukommen. Macht so viele Wiederholungen, wie ihr schafft, aber versucht wirklich zu kämpfen und nicht gleich beim ersten Schmerz aufzugeben. Ja, und jetzt kommt ein kleiner Fail. Da wollte ich demonstrieren, wenn man keine Power mehr hat, wie man mit den Gummibändern dann doch noch trainieren kann. Und musste leider nach dieser Kletteraktion feststellen, dass das Band etwas zu kurz war. Und als ich absteigen wollte, hatte ich noch einen schönen Krampf im Fuß bekommen. Das hat die ganze Aktion ein bisschen brisant gemacht, denn ich wollte nicht mit dem Fuß umknicken, wenn ich da unten aufkomme. Aber I have survived. Und die letzte Übung wird sein, der Klimmzug an den Ringen. Ist eigentlich Selbstmord, das ans Ende des Trainings zu packen. Aber egal, mit welcher man hier anfängt, man ist sowieso früher oder später kaputt. Und hier ist auch darauf zu achten, beim Hochziehen die Handgelenke leicht zu drehen, beim Runterlassen ebenfalls wieder rauszudrehen. Der Griff verändert sich im Laufe der Bewegung. Und auch hier gilt wieder nice and slow. Schön langsam und kontrolliert. Ja, an dieser Stelle hätte ich gerne mein Gummiband zum Einsatz gebracht. Also das hätte man da oben um den Ast gehangen, hätte die Füße da reingezwängt und hätte es dann nach unten gedrückt, sodass man dann von unten vom Gummiband nach oben gezogen wird. Und da hätte man wirklich noch viele Wiederholungen machen können. Das wäre super gewesen, aber ich habe es mir hier wirklich nicht leicht gemacht, aber es ging nicht mehr viel. Wir werden in ein paar Wochen nochmal so ein Video machen mit regelmäßigen Trainingseinheiten dazwischen und ihr werdet selber sehen, wie schnell man Fortschritte erzielen kann. Heute machen wir zum Mittagessen vegane Burger.
Das ist eigentlich schon eins unserer Lieblingsessen geworden. Das machen wir eigentlich mindestens einmal die Woche, weil es halt einfach so lecker ist. Die Basis für die Burger sind die roten Kidneybohnen. Die habe ich jetzt hier schon abgetropft. Und dann kommen noch andere Zutaten hinzu. Da kann ich aber gerne das Rezept mal in die Beschreibung hinzufügen. So ein wirkliches, richtiges Rezept habe ich eigentlich gar nicht mehr. Also es gibt schon eins, aber ich füge einfach noch Zutaten hinzu, die mir jetzt einfach so gefallen. Manchmal mache ich Karotten hinzu, manchmal füge ich sogar noch rote Beete dazu. Dann hat man so ein bisschen die Fleischfarbe, wer das gerne mag. Aber heute mache ich die Zwiebel, die Karotte, Hefeflocken, Haferflocken zur Bindung, weil man ja kein Ei reinmacht. Chiasamen, Mehl und halt bestimmte Kräuter und die Sojasauce. Wir machen jetzt erstmal die Masse für die Patties. Und zwar schneide ich jetzt erstmal die Zwiebel, so gut es geht, klein. Man kann, wenn man will, eine Karotte reinreiben, dann ist es noch so ein bisschen saftiger. Man kann auch eine gekochte rote Beete hinzumachen für die Fleischfarbe. Aber das mache ich heute nicht. Jetzt mache ich einfach nur die Karotte. Die reibe ich jetzt einfach nur da rein. Ein ganz schöner Kraftakt. Papi, willst du nicht mal übernehmen? Das sieht schon gut aus. Und jetzt füge ich einfach ein paar Chiasamen hinzu. Die sind ja reich an Omega-3. Und dann ist es immer ganz schön, wenn man die einfach so ein bisschen unterjubeln kann. Und die sind auch noch gut für die Bindung. Also damit die Patties, damit die Masse einfach hält. Dann mache ich noch Hefeflocken hinzu. Das ist so ein bisschen ein Käseersatz. Die sind reich an B-Vitaminen, einfach für den Geschmack. Wie gesagt, die schmecken so ein bisschen nach Käse, nach Parmesan. So, und jetzt mache ich schon die Soße. Sojasauce, einfach so, wie ich denke. Ich kann das ja auch mal abschmecken. So, jetzt mache ich so Paprikapulver. Hier weiß ich nicht, das habe ich in Spanien gekauft, da weiß ich nicht genau, wie scharf das ist. Deswegen mache ich mal nicht zu viel rein, weil ja unser Carlo noch mit isst. Italienische Kräuter. So, bin leer. Noch ein bisschen Salz. So, und jetzt kommen die Haferflocken. Auch da habe ich nicht so genau eine Menge, wie viel ich reinmache. Ich mache jetzt einfach mal ein paar rein. Und ein bisschen Mehl und dann wird es schon mal zermatscht und dann schaue ich einfach, wenn das noch zu matschig ist, also wenn man noch keine richtigen Patties formen kann, dann macht man einfach noch ein bisschen mehr Mehl oder halt noch ein paar mehr Haferflocken rein. Ja, also ich habe leider nicht mehr so viele. Noch ein bisschen Mehl. So, und jetzt fange ich einfach schon mal an und zermatsche die mit den Händen. Als wir noch im Haus gewohnt haben, da habe ich das gerne im Thermomix gemacht. Da hat der Thermomix das quasi für mich geknetet, aber man kann es auch mit der Hand mahlen. Das muss ich ja jetzt hier mahlen. Oder mit einem Pürierstab. So, also quasi matscht man das so, wie wenn man das mit Hackfleisch machen würde. Und ich merke schon, die Masse ist noch sehr feucht. Und dann muss man einfach noch ein bisschen mehr Mehl hinzufügen. Genau, und es müssen auch nicht alle Kidneybohnen zermatscht sein. Also kann man machen, wie man will. Ich lasse immer noch ein paar, also ganz quasi. Ein Mixer würde das jetzt richtig schön fein mixen, aber mit der Hand kriege ich es nicht so genau hin. Aber das ist nicht schlimm. Wir essen das auch so. Okay. Also, die Masse, ich merke schon, die Masse ist noch ziemlich feucht. Ich mache da jetzt noch die restlichen Haferflocken hinzu und mache noch ein bisschen Mehl. Genau. Also, wie gesagt, die Größe kann jeder für sich selbst entscheiden. Manchmal machen wir die auch einfach nur als Bratlinge. Dann machen wir die ein bisschen kleiner, legen die in Wraps rein. Aber jetzt für Burger machen wir sie immer recht groß, weil wir halt auch große Burgerbrötchen haben.
Also ich brate die jetzt in der Pfanne an, das zeige ich euch jetzt auch nochmal. Aber vorab wollte ich gerne nochmal was zu dem Thema Veganismus sagen. Also wir ernähren uns ja hauptsächlich schon vegan, vegetarisch, weil wir finden, dass es einfach ja, eine gesunde Lebensweise ist und eine gesunde Ernährung ist. Der Carlo wurde ja auch schon sein ganzes Leben vegetarisch, vegan ernährt und er hat sich prächtig entwickelt, also ihm fehlt nichts. Aber wir wollen trotzdem hier nicht euch alle irgendwie missionieren und sagen, hey, ihr müsst jetzt vegan essen. Wir wollen euch einfach ein paar Alternativen zeigen. Vielleicht ist hier der ein oder andere, der vielleicht ein bisschen weniger Fleisch essen möchte. Und wie gesagt, die sind, also wie uns schmecken die richtig gut. Und ja, vielleicht ist der ein oder andere auch dabei, der das auch mal ausprobieren möchte. Genau, aber jetzt haben wir Hunger. Ich gehe rein und brate sie an. Also ich nehme zum Anbraten immer das Kokosöl. Da ist es auch wichtig, immer genügend Fett zu nehmen, damit die Bratlinge nicht irgendwie kaputt gehen. Das hatte ich mal bei Sonnenblumenöl. Seitdem nehme ich immer Kokosöl. Okay, es geht los. Also ich brate die jetzt einfach von beiden Seiten an, sodass sie so schön knusprig braun sind. Das sieht man dabei ja, also je nachdem, wie man es halt mag. Lasse ich die Dunstabzugshaube aus. Die ist zu laut, ne? Weil wir gerne Cheeseburger gegessen haben, mache ich jetzt auch noch veganen Käse drauf. Den essen wir eigentlich nur, wenn wir Burger machen, weil sonst mögen wir eigentlich diese Ersatzprodukte gar nicht. Oh ja, das sieht gut aus. Ja, okay, die ersten Patties sind fertig. Ich habe meinen ersten schon verdrückt. Ja, okay, langsam, ganz langsam.